sind wir doch mal ehrlich. Die Kleinigkeiten sind auch das Salz in der Suppe, wenn man was mit der Modellbau macht oder generell im Modellbau oder im Dioramenbau. Wenn man wirklich sich um die kleinen Dinger kümmert, dann wird es gut, bin ich der Meinung. Weil das ist ja doch dann irgendwo das, wo man genau hinschaut. Wenn man kennt es vielleicht selber, wenn man irgendwo fremd ist, man guckt sich irgendwas an, eine Modellbahn, ein Diorama oder irgendwas, geht nah ran und sagt, gefällt mir, schön gemacht. Und so ähnlich versuche ich es ja auch, nur dass ich jetzt versuche, eben alles selber zu bauen, was ich irgendwo nur bauen kann. Und das betrifft jetzt den kleinen Bahnübergang, der zu dem Sägewerk, was ich parallel auch gerade baue, wo ich auf dem Kanal Model Creations den Bau gerade dokumentiere. Das erste Video ist übrigens raus. Wer es noch nicht gesehen hat, geht mal schnell rüber, guckt es euch an, kommt wieder oder macht es umgedreht, ist egal. Auf jeden Fall ist es da draußen, da baue ich gerade also das neue. Ich weiß gar nicht, ob das ein Sägewerk werden wird, aber wahrscheinlich doch. Aber ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall wird dieser Bahnübergang genau dahin führen, wo das Ganze gestaltet werden kann. Ja, und damit heiße ich dich erstmal recht herzlich willkommen auf dem Kanal Train Dreams. Ich bin der Uli und ich würde sagen, wir schauen gleich mal, was hier im Hintergrund passiert. Denn da sehen wir schon, dass ich hier Bohlen verlege. Und zwar Bohlen, die für ein unbeschränkten Bahnübergang, so eine Art Nebenbahnübergang werden sollen. Alles ein bisschen abenteuerlich, alles ein bisschen verrückt. Das heißt verrückt, es ist ein Bahnübergang, den ich irgendwo mache. Und jetzt habe ich erstmal auf der ganz rechten Seite meiner Anlage ist das, wo der Tunnel hier hinten reingeht. Den Tunnel, der praktisch mich auch auf die zweite Anlagenhälfte, die noch nicht existiert, führen kann, später einmal. Und ich habe jetzt zuerst erstmal diesen Weg mir geformt aus, was ist denn das? So aus einer Tube, so eine Spachtelmasse. Ja, Spachtel halt, ne? Und der sollte ein bisschen höher kommen, denn wenn man den Bohlenüberweg macht, das werden wir nachher noch sehen, dann würde das an den Kanten so schräg runterstehen. Das heißt, der Weg musste ein bisschen hochkommen, wenigstens auf Schwellenhöhe. Und natürlich muss ich dann in diesem Zug auch dieses kleine Stückchen hier erstmal einschottern. Da, ja, bringt das sonst nichts, wenn ich ja bloß diesen Weg dahin mache. Das ist ja, soll ja in die Landschaft ein bisschen integriert werden. Das werden wir nachher auch noch sehen, dass ich da ein bisschen Gelände noch ranforme und so weiter und so fort. Das kommt aber alles noch. Und ja, jetzt mache ich wieder erstmal den Schotter drauf. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit, das möglichst genau. Ich schwanke immer zwischen weichen Pinsel, borstigen Pinsel und so weiter und so fort. Es ist halt immer schwierig, wenn man da so kleine Stellen so machen möchte irgendwo. Ich finde längere Gleise, das fleckt. Ich mache das übrigens nicht wie viele, was ich schon gesehen habe, mit diesem kleinen Schotterhilfewagen da. Ich nehme da einfach einen Löffel, schmeiß den Schotter dahin und dann geht es mit dem Pinsel los und dann die ganze Gestalterei. Das dauert natürlich alles immer ein bisschen. Ja, das ist doch relativ langwierig, das Ganze. Weil wenn man es ein bisschen ordentlich haben will, es ist ja immer so dieser Grad, wie weit lässt man die Schwellen aus dem Gleis oder aus dem Schotterbett rausgehen. Und ihr wisst ja, ich habe ja hier die Gleise von Fleischmann verlegt, die kein Schotterbett drunter haben. Das heißt, die liegen wirklich flach auf. Und da muss ich eben versuchen, mit wirklich minimalen Steigungen zu arbeiten. Das Tunnelportal, sehen wir schön, ist abnehmbar hier im Hintergrund. Viele von euch werden es wissen. Manche, die es noch nicht wissen, die wissen es jetzt. Da geht es praktisch sozusagen aus dem Schrank der Anlage hinten. Das geht ungefähr noch so 10 cm weiter. Da kann man von der Seite so reingucken, wie die Eisenbahn unter Tage sozusagen fährt. Das kann ich euch alles mal zeigen, wenn ich mal so eine grobe Vorstellung der Anlage mache. Und da muss ich natürlich auch den Schotter reinlegen und dabei vor allem beachten, dass ich dieses Portal weiter abnehmen kann. Ja, mir nützt das nichts. Ich hau da jetzt jede Menge Schotter hin und papp da Erde drauf nachher. Und dann kriege ich das Tunnelportal nicht mehr rein und raus. Da habe ich gar nichts gekonnt. Also da muss ich wirklich ein bisschen aufpassen, wie ich das Ganze dann irgendwo gestalte. Jetzt kommt wieder mal mein Alkohol zum Spielen. Bei Uli geht nichts ohne Alkohol. Ja, ist wirklich so. Das ist für mich die beste Wunderwaffe, wenn ich trockene Erde, trockenen Schotter oder irgendwas habe, trockenen Sand, Quarzsand, was auch immer ich verwende. Da kommt, jetzt halte ich ja krampfhaft die Flasche rein, dass man sieht, dass es Isopropanol ist. Aber sonst glaubt man mir das immer nicht und denkt, ich mache da irgendwie dieses Fitwasser-Gemisch, was viele so verwenden. Das mag ich übrigens nicht, weil Fitwasser verdünnt ja meinen Weißleim noch mehr. Und das möchte ich ja nicht. Der Alkohol hat ja den riesigen Vorteil, er durchnässt tatsächlich das gesamte trockene Zeugs,
was man auch mal gerade machen möchte, Erde oder Schotter oder Sand, was ich gerade sagte, und verdunstet natürlich sehr, sehr schnell. Und wenn das verdunstet, ist mein Wasser-Weißlein-Gemisch wieder so, wie es sein soll. Und ihr seht, ich schwemme das regelrecht ein. Und jetzt stellt man sich mal vor, ich hätte vorher noch mit Wasser gearbeitet. Ich hätte da 3 Tage gewartet, das trocknet. Da hilft selbst der Lüfter nichts, der hier links davon steht. Jetzt kommt wieder meine Erde. Ihr wisst, oder wie ich gerade sagte, wollen oder auch nicht, dass ich mit Erde arbeite. Hier auch der Alkohol wieder drauf. Das heißt, dass die Erde ein bisschen modellierfähig ist. Wenn ich die trocken hinmache, da hast du dann bloß so ein Häufchen, was nach oben spitz zugeht. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja, dass ich ja, wenn meine Anlage hier vorne endet, was sie ja da tut, dass das wie so ein Schnitt, als wenn ich mit dem Messer durch den Kuchen gegangen bin, ja, sein soll. Auf der anderen Seite ist ja die Modulkante, das, wo der Ventilator links drauf steht, ist ja das Modul, was ich abnehmen kann. Und da muss ich eben auch die Kante ein bisschen Obacht geben, wie ich das Ganze mache. Und hier vorne eben die Erde, die höher ist oder auch sein soll als der Weg. Da kommt nachher nochmal eine Schicht oben drauf. Da, damit das noch höher wird, damit eben, wenn ich von vorne schaue, da kommen dann hohe Bäume noch drauf, habt ihr ja vielleicht in einer der letzten Folgen gesehen, wie ich die gebaut habe, da habe ich dann sozusagen dann schön, dass die Eisenbahn hinter dem Hügel und den Bäumen so ein bisschen verschwindet irgendwo. Und ich denke mal, das wird nett. Ja, jetzt gehen wir an den PC. Was mache ich hier? Und zwar entwerfe ich mir jetzt hier diese Bohlen für den Bahnübergang, für diesen Bahnübergang. Ich kaufe das nicht, ihr wisst, ich versuche alles, was man irgendwo selber machen kann, auch selber zu machen. Eben auch das hier. Und da ich mir ja diesen Lasercutter gekauft habe, haben wir ja schon öfters mal gesagt, da mache ich mir das eben. Und ihr seht schon rechts, ich entwerfe auch oder bastle auch die Andreaskreuze mit dem Laser. Warum sage ich immer Laserdrucker? Mit dem Lasercutter. Und habe da ein paar, weil ich nicht wusste, wie wird das, weil das wirklich dünnes Material ist. Ihr seht schon hier, habe das dann mehrfach gemacht, damit ich eben ein bisschen, naja, Vorlauf habe, damit ich eben zum Schluss 2 schöne Andreaskreuze habe und mich da nicht so einschränken muss, dass ich da eben nur 2 gedruckt habe und dann ist bei einem was abgebrochen oder wie auch immer. Ihr seht, der druckt das wunderbar. Da bin ich der Meinung, das kriegt man mit dem 3D-Drucker nicht so hin. Vielleicht mit dem Resinendrucker, aber mit dem Filamentdrucker wird das nichts. Das funktioniert einfach nicht. Das wird zu grob. Ein Resinendrucker, ja, werde ich auch wahrscheinlich noch probieren. Aber ich bin mit dem Ergebnis, ihr werdet es ja wahrscheinlich jetzt heute sehen, beziehungsweise ihr werdet das auch in der nächsten Folge mitsehen, da ich heute hier nicht wirklich fertig werde. Oder ihr hättet euch 30 Minuten Video von mir angucken dürfen, müssen, sollen, wie auch immer. Und ich habe das 2 geteilt. Ja, das werden wir nachher sehen. Hier sehen wir jetzt nochmal die Andreaskreuze. 0,89 mm ist das Ganze stark, also fast nichts. Mir sind die gekauften immer zu grob, zu groß. Vielleicht die aus Plastik, die gehen noch ganz gut. Aber sobald da zum Beispiel eine LED drin ist, sind die Dinger riesig. Und das finde ich nicht toll. Schaut mal die kleinen Bullen. Das passt da wunderbar drauf. Und jetzt sehen wir, was ich vorhin meinte. Wenn man jetzt die Außenseite der Bohlen drauflegt, machen die so einen richtigen fetten Knick nach unten. Und wenn da jetzt ein LKW drüber fahren würde, dann würde der wahrscheinlich hängen bleiben. Das geht nicht. Also das muss hochgestellt werden, links und rechts. Habe ich ja durch den Weg gemacht. Und dann ist das entsprechend ein flacher Bahnübergang. Und das passt alles irgendwo. Die Andreaskreuze sehen wir, das passt auch von der Größe her. Das hatte ich vorher mir bemessen, dass es hinkommt. Hier teste ich nochmal, ob der Wagen überhaupt über die Bohlen drüber kommt. Aber dadurch, dass diese Bohlen nicht höher sind als das eigentliche Gleis, sollte da nichts passieren. Und es steht sogar noch ein Stückchen tiefer. Das heißt, wenn da bei irgendeinem Modell mal ein bisschen was runterhängt, funktioniert das auch noch. Aber halt im gewissen Maße. Hier mache ich jetzt Draht gerade. Ich habe da oben so ein Bindedraht. Ihr seht es ja, das ist ja so aus dem Garten geklaut. Oder halt Bindedraht, grüner Bindedraht. Und wenn du den abwickelst, da hat der so viel Kanten drin, das geht gar nicht. Wer es noch nicht kannte, dass man das mit der Bohrmaschine gerade macht, ihr habt es gerade gesehen, das spannt man ein, dreht ein paar Mal nach links, rechts, dreht ein paar Mal nach links und man hat einen super geraden Draht. Das ist also eine sehr, sehr schöne Variante. Hier mache ich jetzt, ihr seht übrigens, ich habe da nur noch 4 Andreaskreuze, die, ja, wartet mal ganz kurz, so. 4 Andreaskreuze. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Mir ist eine Ameise aus meinem Formicarium ausgebrochen. Die musste ich gerade mal mit dem Objektivdeckel einfangen. Ist egal. 4 Andreaskreuze und 2 bleiben zum Schluss übrig. Also ich habe es genau richtig gemacht, weil die anderen, wenn ich die angefasst habe, die waren so empfindlich. Das hat nicht ganz gepasst. Aber mir waren sie zu dick.
Ja, die 1,5 mm, die stark waren, das war mir zu viel. Ich habe die also auf die Hälfte runtergeschliffen, so dass die dann schön flach werden. Das war natürlich auch nochmal ein kleiner Krampf, das irgendwo hinzukriegen, dass das schön gerade ist. Beim nächsten Mal werde ich gleich etwas mir dünnere Sperrholz besorgen, was nur noch 1 mm, das müsste dann wunderbar passen. Und ja, jetzt kriegen die Signale, sage ich schon, die Andreaskreuze werden jetzt erstmal weiß grundiert, die werden nachher noch verrostet, die werden nachher noch fertig bemalt. Das kommt übrigens im zweiten Teil, das werden wir dann sehen. Aber es funktioniert und sieht doch gar nicht mal schlecht aus, oder? Wenn man sich das so anguckt. Jetzt habe ich hier eine Holzfarbe, die habe ich in zwei Varianten, einmal Newwood und einmal Oldwood, also neues Holz und altes Holz. Hier habe ich mich jetzt für die Oldwood, also für das alte Holz entschieden und damit werden jetzt die Bohlen bemalt. Und die sind tatsächlich so, die haben ja die ganzen Querstrichlein drin und so weiter und so fort, die werden wunderbar. Mir gefällt das richtig gut, das werde ich euch aber jetzt im zweiten Teil zeigen, das dauert ungefähr noch mal so lange wie heute. Da kommen aber dann die Andreaskreuze hin, da kommt die Gestaltung noch von dem Bahnübergang und. Also es wird fein, freut euch auf die nächste Folge. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, wir sehen uns in der nächsten Woche. Macht schön gut, euer Uli. Tschüss!